Jetzt bei Final Fantasy 15. Wir müssen Bilderchen machen. Über dir. Über mir. Nichts ist über mir. Und wenn, hauen wir jetzt mal ganz schnell ab. Auf Chocobo gesessen und hoffentlich kommen wir hier drüber. Sieht aber ganz gut aus. Oh, ich hätte es mal probieren können, aber ich glaube, das geht nicht, hier irgendwie diese Barrikade zu umgehen. Nein, schade. Dann werde ich da oben gehen. Egal. Ich habe jetzt keinen Bock, da auf diesem Berg rumzuhüpfen. Wir fotografieren das Ganze von der Südseite. Hui. Nix kämpfen. Ich habe genug gekämpft. Und wenn wir dann uns langsam unserem Hauptziel mal wieder nähern, können wir auch mal wieder ein bisschen in der Geschichte weitermachen. Es wird mal langsam Zeit, auch mal im Kapitel wieder weiterzukommen. Ich fürchte sowieso, das dauert hier noch ewig. Zumindest das, was ich hier mache. Na, komme ich da drüber? Ja. Oh, Bäume des Schreckens weg. Und da hoch? Yes. Da, ich hänge fest überall. Ein toller Ort für ein Foto. Jetzt hänge ich natürlich genau auf diesen. Bravo, Junge. Ah, perfekt. Fotozeit. Hier sind wir fertig. Ach, das war's, okay. Also er wollte eine Süd- und Nordseite. Hallo? Los, Kleiner. Bedeutet, wir sind jetzt hier. Ah, da unten ist Dave. Ah, doch egal, der steht irgendwo. Was weiß ich wo. Moment, oha. Ich könnte ihn ja hierher abschleppen lassen, oder? Aber was bringt mir das? Hier könnten wir zu Dave nochmal. Nein, ich möchte nicht zur letzten Unterkunft. Geht eigentlich die Zeit auch rum, wenn ich mich da so hin teleportiere? Ich weiß es nicht. Egal, wir gehen zurück zum Regalia, dann nach Lestalum, geben die Mission ab und dann machen wir in der Hauptmission weiter. Schluss. Das habe ich jetzt so beschlossen. Und das Laden, das schneide ich jetzt raus. Das dauert einfach viel zu lange. Bis gleich. Aber immer direkt vom Regalia eingestiegen, bitte. Einsteigen alle und dann gehen wir nach Lestalum. Hallo? Hä? Ach. Immer zweimal klicken. Schon wieder vergessen. Gut. Lestalum. Nee, nicht festlegen für Fahrtmodus. Was ist denn jetzt? Ich möchte dahin. Reisen, bitte. Ach, das gibt's doch nicht. Geh mir doch nicht auf die Eier. Ich möchte es nicht angucken, ich möchte es dahin reißen und zwar sofort. Warum kann ich das denn nicht? Ach komm, ich hasse, also wirklich. Das geht, aber da oben geht's nicht, oder was? Nein. Nein, ich kann das nicht. Ach, das ist doch lächerlich. Ich hasse das wie die Pest, dieses blöde Reisen in diesem Spiel. Das macht echt keinen Spaß. Warum kann ich das manchmal und manchmal nicht? Vier Minuten. Will ich mich verarschen? Vier Minuten dauert es jetzt. Weil die nicht... Echt, das ist mir unbegreiflich, warum man das nicht überspringen kann. Das ist so ein Müll. Warte, nein. Das geht nicht. Da. Was sollte das jetzt? Tut mir leid, ich verstehe das nicht. Ich kapiere das nicht. Das ist so blöd.
Es macht so keinen Spaß mit schnellem Reißen in dem Spiel. Oh. Oh, was für eine Kacke. Wir haben es geschafft. Oh Gott, das automatische Reißen, es ist so kompliziert. Gut, wir sind da. Wie auch immer, wie wir das jetzt geschafft haben, nachdem man das ja irgendwie nicht machen wollte. Jetzt müssen wir zuerst da nach oben rennen. Wie weit ist denn das? Lohnt sich das, Chocobo rufen? Ach komm, das lohnt sich immer. Also dann? Chocobo! Kann ich hier runter? Ja. Oh, ganze 60 Meter. Hä? Und totstürzen kann ich mich wahrscheinlich nicht. Wenn ich da jetzt runterspringe. Vielen Dank. Oh, mein Servus. Da bist du ja wieder. Hast du ein paar tolle Fotos? Reichen die hier? Muss ich die jetzt... Gucken wir mal, sehen wir die mal an. Ja, schön. Weiter. Wirklich gut gelungen. Mit so einer Qualität kann ich meine Abonnenten sicher begeistern. Abonnenten? Ja, weißt du, ich bin nämlich im Zeitungsgeschäft. Bei Meteor Media. Nie gehört? Nein. Sorry. Na dann schnell zum nächsten Kiosk. Hier, das ist euer Honorar. Meldet euch, wenn ihr wieder mal etwas Geld braucht, dann stelle ich euch wieder ab. Nein. Ich heiße Viv. Auf gute Zusammenarbeit. Ich will nicht. Die Aufgaben nehmen hier kein Ende. Das ist furchtbar. Gut, dankeschön. Erfahrung nehmen wir immer gerne mit. 5000 Gil nehmen wir auch gerne mit. Holen wir uns halt die Aufgabe auch nochmal. Hallo! Habt ihr gerade Zeit? Ich hätte nämlich einen weiteren Auftrag für euch. Brauchst du wieder Fotos? Oh, du kommst gleich zum Punkt. Ich brauche Fotos von der Mikage-Insel. Kennst du doch, oder? Die seltsame Insel, die man vom Galdinkai aus sieht. Ja, na gut, wenn wir da mal hinkommen. Gut. Die Insel ist berühmt aus den Legenden. Was hat denn da mit seiner Hand? Ich überlasse euch, von wo aus ihr die Fotos macht. Hauptsache, die Insel ist gut drauf. Macht mir ein paar Fotos, okay? Die hebt er immer gerne in die Luft. Achso, der guckt Fotos an, die in seiner Hand verschwunden sind. Also wir sollen zum Galdinkai, aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir möchten tatsächlich die Hauptmission da machen. Die Höhle hinter dem Wasserfall. Das kann ich mir eigentlich eher nicht vorstellen. Chocobo. Warum hat er uns wohl damit beauftragt? 3 Kilometer. Alles oh, annehmen. Scheiße, das ist natürlich heftig. Los, Kleiner. Gucken wir mal kurz die Karte, da müssen wir komplett, wirklich komplett hier runterreisen. Es gibt noch eine Minimission da oben, aber die ist mir alles viel zu anstrengend. Was ist schneller? Chocobo oder Regalia? Ich denke mal... Im Regalia sind wir doch ein bisschen schneller. Ich möchte jetzt einfach schnell dahin. Sorry Chocobo, so gerne ich mit dir reise. Ich möchte jetzt einfach mal zum Vorwärts kommen. Kann ich das als automatisches Ziel festlegen? Ja, dann mach. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigend. Fahr zu, Ignis, komm. Schön. Können wir ein bisschen Musik machen? Original Soundtrack. Was gibt's? Irgendwie höre ich so gut wie nix. Ah, jetzt geht's ab. Gucken wir uns nochmal ein bisschen die Landschaft an. Wunderbar, es gibt FP-Punkte fürs Fahren, das ist auch immer schön. Er liest ein Buch. Was liest er denn? Er kennt man nicht so richtig. Gut, wir nähern uns da hinten auf jeden Fall mal diesem brennenden Etwas, das wir schon seit ungefähr 30 Parts gesehen haben. Und höchste Zeit, dass wir da mal ein bisschen weiterkommen. Wir ignorieren jetzt auch alle Nebenmissionen, die es rechts und links hier irgendwo gibt. Ich fürchte, man kann sich hier echt... kann sich hier echt Jahre mit beschäftigen, das gibt's ja gar nicht. Die Haltung ist übrigens richtig toll. Wenn der jetzt bremst oder irgendwie eine blöde Kurve fährt, haut es uns ordentlich auf die Schnauze hier.
können uns ja ins Auto wieder zurückwarpen. Parken? Nee. Gut, wir haben den Parkplatz gefunden. Ich hoffe, das gilt jetzt auch. Hä, wo fahren wir denn lang? Egal, er wird schon wissen, wohin. Ah, wir haben gerade mal die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft. Oh. Was ist denn jetzt irgendwie? Kommt keine Musik mehr. Nix. Auto, Hui, da geht's aber ab. Das Licht am Ende des Tunnels, nein. Jetzt kommt gleich eine Wand, boom. Nein. Oh, schön. Die Landschaften sind echt geil. Aber es ist halt so groß und das macht halt auch irgendwie auf Dauer keinen Spaß hier. Kilometer weit immer durch die Gegend zu rennen. Das muss ich unbedingt bessern. Also das ist furchtbar. Ich hoffe, wir kriegen da noch irgendwas, dass wir schneller über die Karte rennen oder flitzen können. Oder uns hin und her teleportieren. Auch ohne Auto. Irgendwas. So geht das nicht. Gut, parken. Wir haben den neuen Ort erreicht. Bobosts allerlei. Nackt. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Weiß nicht. Brauchen wir das? Medikamente? Nicht unbedingt. Gucken wir hier mal vorbei. Das ist aber nur ein Shop, so wie es aussieht. Da gibt es keine Aufträge. Nee, dann brauchen wir auch nichts. Ich habe jetzt keine Lust, Heilmittel zu kaufen. Ich brauche die nicht. Karte, da vorne ist es gleich. Dann rufen wir unser Chocobo. Komm her. Stopp. Also dann? Es sind noch 300 Meter. Ist das hier unten? Muss ich hier runterspringen? Kann ich das? Oder ist das Selbstmord? So, was Chocobo überlebt es. Ist cool mit dem Fluss. Da wir zum Wasserfall müssen, ist es ja eigentlich nur logisch, dass hier auch ein Fluss ist. Okay, wie komme ich da jetzt am geschicktesten hin? Muss ich da runterspringen oder ist das irgendwo hier ein Weg ist da? Ist schon Abend? Nein, das ist nicht Abend. Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Und ja, ich kann mich nicht hier runterstützen. Oh, ich krieg den Anfall. Okay, dann müssen wir zuerst irgendwie runter. Ich hoffe, da hinten kommt's. Können wir runter, bitte. Platz. Es geht hier nicht runter. Verdammt noch eins, ich krieg die Krise. Ich krieg die absolute Oberkrise, das gibt's doch nicht. Jetzt kann ich hier nicht runter. Ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Och Mann, nee. Also jetzt krieg ich wirklich ein zu viel. Das macht jetzt echt keinen Spaß mehr. Jetzt muss ich wieder 200 Kilometer zurück und dann wieder 200 Kilometer vor. Schluss jetzt. Ich möchte nicht mehr schnell reisen. Ich möchte nicht mehr auf dieser blöden Karte reisen. Es macht keinen Spaß. Oh ey, jetzt kommen gleich wieder irgendwelche Viecher abends. Hüpf jetzt da runter, Mann. So ein Quatsch. Weg, weg, weg. Ist das schlecht gemacht. Furchtbar. Jetzt kommt, das wird man jetzt hoffentlich schaffen. Jawohl, wir haben es geschafft. Es gibt es nicht. Und wie viel müssen wir zurück? Über einen Kilometer. Natürlich. Weil es so viel Spaß macht. Gleich nochmal.
Bleib an den Bäumen hängen, so wie immer. Jetzt hänge ich im Baum. Ja, jetzt bin ich ganz weg. Ich krieg jetzt gleich voll den Flash. Spaßfaktor 0. 0, sag ich euch. 0. Ich möchte kein blödes Ei. Ich möchte jetzt dahin. Und wenn es da unten nicht ist, dann krieg ich einen Flash. Ich krieg wirklich ein zu viel, wenn es da nicht ist. Dann langt's mir wirklich. Ja, Riesenkrebs, juhu. Vorwärts. Ja. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich nicht mehr weiter, weil da nicht entfließen kann, oder? Doch. Nee, kann ich natürlich nicht. Komm ich hier nochmal weiter? Oder muss ich jetzt irgendwo anders schlagen? Ja, geil. Und jetzt? Ich komme hier nicht mal weiter. Kann das denn jetzt die Möglichkeit sein? Braver Junge. Jetzt ist aber gleich Schluss mit lustig. Ich möchte jetzt hier weiter. Nee, oder? Das ist jetzt echt ein Witz. Also das ist jetzt wirklich... Das ist jetzt wirklich ein Witz, oder? Das ist jetzt echt die absolute Oberkrönung. Ja. Ich hüpfe jetzt hier so lange, bis ich darüber komme. Ich muss da nach hinten und ich möchte jetzt nicht mehr aus. So. Will die auch erledigen? In einem Rollenspiel wäre das der perfekte Ort zum. Erfahrungspunkte sammeln. Helden des Lichts. War das nicht eins deiner Lieblingsspiele? Mann, ich hasse das wie die Pest. Da ist eine Brücke, da geht's runter. Oh Gott, da geht's runter. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, ich bete, dass ich jetzt auf der richtigen Seite bin, bevor ich wirklich ein zu viel krieg. Ich habe wirklich keine Geduld mehr für dieses blöde Reisenzeug hier bei Final Fantasy 15. Das ist wirklich die furchtbarste Scheiße, die ich kenne. Boah, jetzt muss ich mich ein bisschen wieder beruhigen. Das geht mir aber echt auf den Strich. Ich hänge wieder im Baum fest. Hui, hui, im Baum festgehangen, ja. Hier ist jetzt ein Weg. Und er führt jetzt hoffentlich dahin, wo ich will, oder? Wo bin ich denn? Sieht noch alles ganz gut aus. Ich muss jetzt irgendwie unter der Brücke durch. Ich bleib an jedem Kacksteinchen hängen. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Manometer! Ja, komm mich doch nicht zu Tode! Ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Ich liebe es. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich gegen 5 Skorpione kämpfen noch. Egal, mach mal alles. Hauptsache, wir können das jetzt endlich abschließen. Okay. Gut. Ich brauche eine Pause. Muss mich beruhigen. Weil so kann ich auch nicht weiterspielen. Das ist einfach nur noch Aggressionen. Und dann probieren wir die Mission mal locker flockig runterzuspielen. Also bis dahin. Ade. Ciao.